So, der Mann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomized. Hier ist Kazanik89 und... Ich wollte dich darauf hinweisen, dass die Maus im Bild ist. Scheiße, ich vergesse Danke. dich schon wieder rauszunehmen. Ich muss mir das endlich merken, nicht Genie. Keanu hier, hi. Ja. Also, falls ihr gerade keinen Ton hattet, es gab gerade ein paar Gespräche, die nicht für eure Ohren bestimmt sind. Also, es tut mir Was für leid ein für euch. Timing! Ja. Das war perfekt! Einfach zu Scheiße. perfekt. So. Aber jetzt hast du auch mal meinen Vater gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Plan noch ganz durchkam. Weil ich nicht weiß, wann ich genau schneiden muss. Also, wir werden jetzt mal als erstes mal die Gespenstwüste durchschauen und dann wird es halt leider mit dem Plan, was ich eben im letzten Part angesprochen habe, leider noch nicht ganz durchgehen. Okay, der hat doch nur Bombenschuss. Der hat das Original, okay. Okay, das war schon mal ein Satz mit X. Der mir ist am Ende von Part 15 aufgefallen. Scheiße, ich kann den Geistertempel als Erwachsenen Link noch nicht machen. Mir fehlt leider noch ein Major Item. Und dann in der Nacht hier die Fahnen zu sehen, ist schlecht. Haben wir. Ne, die Hymne der Sonne haben wir noch nicht. Ne, ich hätte höchstens Hymne des Sturms, um es ein bisschen heller zu machen. Weiß nicht, Ja, also. inwiefern es genau bringt. Naja, ein Ja, schon ein bisschen. bisschen. Da musst du halt mit deinen Augen halt merken, wo was ist. Gab es jetzt zwischendurch noch irgendwo eine? Oder kann ich direkt hoch? Ja, Weiß ich halt. Da gab geradeaus. es noch einen und dann gab es dort nur noch die. Ich glaube, die Richtung sollte stimmen. Das alles nur wegen einer Skulptur, die anscheinend nur bei Nacht auftaucht. Sollte ich jetzt auch bei Tag auftauchen, da habe ich mir gerade alles zu schwierig gemacht. Bei der bin Nee, ich mir nie ich sicher. glaube bei Tagesdienst da. Nochmal Ja, geil. Bombenschuss, leck mich Spiel. Wenn jetzt nochmal Braucht Bombenschuss man auch. kommen, dann kann ich gleich die Gespensterwüste abbrechen, aber ich zeige euch noch den richtigen Weg. Auch wenn es mir nichts mehr bringt. Ach, den brauchst du jetzt nicht unbedingt zeigen. Ah, gut, ein weiterer Schlüssel für den Feuertempel. Ja, da kann ich auch schon meinen Plan verraten, und der Plan steht nämlich, dass wir dann den Feuertempel angehen. Und das heißt, wir haben leider das Mage-Item nicht gefunden. Und wenn ihr dann halt bei der Wüste weiterkommen möchtet, braucht ihr das Auge der Wahrheit, da wird euch ein Geist weiter verfolgen. Und dann uns dieser Weg jetzt null und nichtig ist, werden wir uns jetzt in den Kokiri-Wald warpen. Und uns jetzt mal endlich die Goron-Tunik kaufen. Denn die werden wir jetzt dann beim Feuertempel brauchen. Zwar nicht unbedingt, aber ich habe so viel Geld gerade. Da macht mir jetzt das nichts aus, wenn jetzt da mal ein bisschen Geld verschwindet. Eben. Dann sind noch die Goron-Händler. Nein, nicht die Goron-Händler, die Deku-Händler in Goronia. Und dann ist ja noch die Skulptur-Belohnung für 40. Weil so langsam sicher sind wir schon mindestens bei den 50%. Und Und der ist weg. das war's mit dem. Sehr gut. Und du auch. What the fuck? Das sah aus, als ob er das irgendwie abgewehrt hätte. Ja, wahrscheinlich mit seinem Speer. Das hat irgendwie eine gute Abwehr.
Wenn wir schon gerade bei den verlorenen Welten sind, dann können wir noch eine Skulptur abholen. Dafür habe ich halt die eine Wundererbse schon mal eingepflanzt. Mal schauen, ob die jetzt etwas wert war. Weil das nicht, wie viele Rubine ich jetzt für die verwendet habe. Sagen wir mal, ich glaube, die war 50 Rubine. Wunder-Apps, jetzt will ich mal schauen, ob. Nee. Nein, das ist die falsche. Ob die 50 Rubine Wunder-Apps was wert war. Hier. Ach, stimmt, die haben ja auch noch das ganze Maskentauschgeschäft. Ja, und. Jetzt erinnere ich mich nämlich an die Höhle da unten. Mhm. Seht ihr, wieso ich unbedingt Geld loswerden will? Um noch mehr Geld zu bekommen. Ja. Und die Maskentauschgeschäfte habe ich schon ein bisschen angefangen, aber ich kann es leider nicht weitermachen, weil mir halt Saljas Lied fehlt, weil sonst will der Nächste, der die Maske haben will, nicht mit mir sprechen. Oh, das ist gemein. Ja. Leider, das heißt, ohne das Lied komme ich dann mit der Maskentauschquest nicht weiter. Und das andere Tauschquest steht ja eigentlich auch noch an, aber das werde ich dann in einen speziellen Part packen. Genauso wie den Geisterjagd in der Hylianischen Steppe, die werde ich dann in einen speziellen Part packen, weil das wird mir dann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mach das. Es hat nur die Frage, ob dann Kian auch gerne dabei sein möchte. Ach, das muss nicht sein, das kann man unkommentiert machen. Gut. Dann werde ich die dann mal, ich glaube, wenn ich die Aufnahme dann durch habe, ich muss mal schauen, wo ich dann beenden kann. Ja gut, ich muss mir halt nur merken, wo ich stehen geblieben bin. Dann würde ich das dann nach der Aufnahmesession dann irgendwann mal über Nacht machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow! Das wird immer wie besser. Du hast echt Farbvariation, weißt ja. Du? Aber die Farbe gefällt mir wenigstens doch gut, nicht im Gegensatz zu das knallgrüne Gewand. Mhm. Und die weiteren Pläne sehen dann auch so aus, dass wir jetzt auch langsam noch die Dungeons absuchen, nach Items und Schlüsseln. Ich glaube, in der Overworld da ist nicht mehr allzu viel versteckt, was ich noch machen könnte. Mir würde jedenfalls nicht mehr so viel einfallen. Mhm. Außer halt da die zwei langweiligen Quests, die dann einfach da mal so als Special Part folgen. Welche Parts das genau sind, das weiß ich noch nicht. Das muss halt schauen, wie es dann von der Arbeit her geht. Jetzt kommt dann morgen noch dann Link's Awakening, was ich dann gerne spielen möchte. Dann habe ich noch die Snake Amiibo, die ich dann trainieren will. Die kommt dann auch morgen. Hess, du wirst dich gleich ein bisschen mehr freuen. Ja. Ah, der Bossschlüssel für den Schattentempel. Danke, das ist wenigstens mal die erste Ballon, die brauchbar ist. Und ich bin mir selber am Überlegen, ob ich dann vielleicht mal zumindest mal einen Stream von Link's Awakening mache. Für euch ist das eh relevant, weil das Video, das ist dann schon da. Also, ich würde es dann gemerkt haben, ob es einen Stream gegeben hat oder nicht. Link's Awakening hat übrigens auch von Anfang an einen Heldenmodus, so wie ich das verstanden habe. Hm. Da würde ich natürlich den Heldenmodus nehmen, um es noch ein bisschen schwieriger zu gestalten. Ich habe so das Spiel mal auf dem Game Boy Color gespielt. Aber bisher noch nie Let's Play. Ich wollte einfach nur warten, bis es mal auf der Switch rauskommt. Und dann mal schauen, wenn dann die Interesse noch weiter besteht, dann kann ich sogar das als Livestream-Projekt mal reinnehmen. Das muss man alles gucken. Mach erstmal die Pläne durch, die du so hast. Ich hab dir auch Cry of Fear mal vorgeschlagen als Livestream-Projekt. Lass Link's Awakening erstmal, Vorsicht, Wortspiel, links liegen. Weil das werden so viele Leute machen, warte damit erst mal ein paar Monate. Wenn überhaupt. Ja. Wäre halt dann nicht mehr so ganz blind, weil ich werde es dann mal selber antesten. So, Link, gehst du bitte runter? Dankeschön. Blind dürfte es so oder so nicht sein, weil du das damals bei mir als Livestream gesehen hast. Mich interessiert dann noch die neueren. Ups, das war falsch.
Einfach alles, was so neu dazu kam, vor allem das Dungeon-System von Dumpy. Ja, das reicht. Ich hoffe, dass jetzt ja auch wirklich die Deko-Hände sind, weil ich bin mir nie sicher. Doch. Mhm. Es sind doch welche. Letztens ging das Menü doch so schnell. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, wahrscheinlich je nach Spielfortschritt dauert es immer wie länger. Naja, das wäre sonst auf der Originalkonsole auch so. So, ein Schlüssel für den Geistertempel. Sehr nice. Bringt mir nur nicht Sonne die Silberhandschuhe. Ach, ich muss immer reinklicken, sonst geht's ja nicht mehr. Oh, der war sogar recht billig. Keine 30 Rubine. Hm, du hast. Na komm. Ja, Deko sieht's. Ach, du bist schon wieder runter. Dann komm hoch. Und du hast 5 Rubine. Wow. Wow, so teuer waren die 5 Rubine. Mm. Das ist immer so peinlich, wenn man sich Geld kauft. Ja. Man dann mehr bezahlt, ey. Aber es gab schon peinliche Situationen. Ich sag einfach du für 100 Rubine 5 Rubine. So, da laufe ich jetzt einfach durch. Mm. Auch wenn ich ein bisschen Schaden kriege. Und ich weiß nicht, ob es noch irgendwo Hände gibt, außer halt in Ganon Schloss, diese 5-6 Stück. Ja, wie gesagt. Ach nee, das waren keine Händler, das waren keine Händler. Nee, ist schon gut. Das waren, glaube ich, Deko-Kerle, die ich gerade im Kopf hatte. Hm. Hätte jetzt ein bisschen mehr auf der B. Was hat damit rechnen, wenn man schon sehr viele Items ganz früh im Spiel kriegt, dann hat man am Ende dann. Wenn man dann irgendetwas braucht, dann noch mehr Probleme. So, was ist das für ein Tempel? Master Quest oder normal? Ja. Die Frage beantwortet sich jetzt dann gleich im ersten Raum, weil das kann ich mir gut merken. Normal. Ist normal. Weil sonst wären hier oben schon Fackeln gewesen. Und wir hatten gerade die Mucke vom Schattentempel, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Das ist es. Einfach mal den Schattentempel hier als Feuertempel vermarktet. Geht ja auch. Warum nicht? Oh, dann komm mal her, Fledermaus! Ich freue mich schon so morgen, dann die Limited Edition von Awakening zu haben. Mm. Dann kann der morgen endlich anfangen. Yay. 90 Euro kostet die. Und die gebe ich auch gerne aus. Da ist ein schönes Steelbook, ein original Gameboy Design, ein Artbook und natürlich auch das Spiel. Und ich glaube noch irgendwas anderes, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, 100% weiß ich es leider auch nicht. Okay, das waren jetzt nur Bomben. Ich werde jetzt auf... Was ist da jetzt alles nochmal ganz genau drin? Das interessiert mich jetzt. Ich werde jetzt auch für die nächsten Platz jetzt auch vermehrt auf das Background-Schwert bleiben. Um es ein bisschen schneller durchzukriegen. Ob ich dann bei den Bossen das auch noch weiterverwende? Da wolltest du nein sagen, ja. Weil du wolltest nicht lame sein. Also bei den Bossen kommt dann wieder das Master-Schwert vor. Damit es dann wieder ein bisschen mehr Action gibt. Nochmal ein Gegner sehe ich ja ein. Artbook, ja, Artbook, ein Steelbook und das Spiel natürlich. So, der Deko-Stab upgrade auf 30. Also, es
Saturn schickt mir eine Produktbewertung für das Spiel. Allerdings nicht Abholbestätigung. Was ist das denn für Bullshit? Wie soll ich das Produkt bewerten, wenn ich es doch noch gar nicht habe? Was ist das denn, der Witz? Wieso nicht das Bewertung? Ihr habt es leider noch nicht. So, Piece of Heart. Kann ich da noch mit notieren? So, auf der linken Seite war ja auch noch eine Truhe. Aha. Ja, sieht man auch sehr schön. Ich könnte jetzt auch schon zum Boss gehen, wenn ich den Schlüssel hätte. Wenn wir Gleitschiff könnten, Krüper. Den haben wir noch nicht. Nein, leider noch nicht. Vielleicht ist er hier irgendwo im Dungeon, oder? Ich dachte, den hätten wir schon. Okay, Skulltal-Symbol Nummer 43. Also ich weiß nur, wir haben noch 7. Ja. Ich weiß nur, wir haben den Boss-Key vom Wassertempel und dann den vom Ganondorf-Turm und dann den vom Schattentempel. Das heißt, den vom Geistertempel und Feuertempel sind, glaube ich, die einzigen, die noch fehlen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir haben ja noch sehr viele Truhen in den ganzen Tempeln verstreut. Ja. Irgendwo werden die schon auftauchen. Und die sind jetzt halt vermehrt an der Reihe. Ich hab das so lange rausgezögert, wie es ging, aber jetzt gibt es leider keine Alternativen mehr. Oder zumindest nicht mehr sehr viele. Ich frag mich, wie viele Parts es her ist, dass man irgendeinen Dungeon gemacht hatte. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich werde nur der letzte Dungeon war Jabu Jabus Bauch. Aber welche Partzahl kann ich leider nicht mehr sagen. Aber das war vielleicht Part 12? Ja, blind draus raten, doch nicht viel. Okay, Deku-Stab. Ein einzelner Deku-Stab. Ja, geil. Ja, es wird halt langsam, dass die Bullshit-Items auch mal kommen müssen. Naja. Gut. Ich hoffe nur, dass ich bis zum Ende des nächsten Parts den Dungeon so weit abschließen kann, dass dann nur noch der Boss übrig bleiben würde. Hätte es gerade perfekt voraussetzt und dann für die zwei Bonus-Parts. Einmal die Geisterjagd und dann die Tauschquest. Aber für die Tauschquest muss ich so überlegen, ob ich die überhaupt komplett abschließen kann. Oder ob noch etwas fehlt. Aber ich glaube, ja. Ich sollte alles haben, was ich dafür brauche. Zumindest wird mir gerade nichts sein, was mir fehlen könnte. Ja, ich habe jetzt das Herzteil gefunden, was ein Schatzkistenpoker wäre. Das seht ihr daran, wenn ihr Winner seht. Das ist dann eben das Herzteil, was beim Schatzkisten zu gewinnen galt. Ich glaube, das hat mich in meinem Randomizer voll verwirrt. Geh mal davon aus, sie konnten einfach den Text nicht entfernen. Und naja. Ja. Und? Die Grundtunik seht ihr auch da. Da macht euch der Lava. Ich mehr sofort Damage AB, würdet halt schon noch wieder Schaden kriegen, halt nicht mehr. Die Lava. Ein bisschen schlecht erklärt. Nur den Artikel falsch genannt. Alles gut. Jupp. Solange man es noch weiß, was ich damit meine, ist gut. Bei SNES Online spiele ich momentan Yoshi's Island und versuche es auf 100% zu machen und holy shit sind die Bonus-Level hart, ey. Heilige Scheiße. Ich glaube, das war nie gespielt. Das einzige Yoshi-Spiel, was ich mal gespielt habe, war Yoshi's Story. Yoshi's Island ist ein so gutes Spiel, solltest du unbedingt ausprobieren. Wenn ich da mal etwas anderes spielen möchte, kann ich das gerne tun. Kannst du ja allgemein mal die SNES Online-Spiele ansehen. Ja. Ist ja alles zum Glück kostenlos, solange man eine Online-Mitgliedschaft hat.
Ich werde noch lange bleiben. Auch wenn gerade der Online-Service nicht gerade das Beste davon ist. Wie gesagt, der vom SNES Online, der ist überraschend gut. Hm. Haben Smash und ich ausprobiert. Und wir sind begeistert gewesen. Mhm. Vor allem ist dadurch jetzt auch viele neue Möglichkeiten für Let's Play Togethers oder so gibt. Also noch weitere Ideen. Mhm. Ich werde schon befürchten, mir fallen bald keine mehr ein. Ja, sobald wir mit der Aufnahme fertig sind, kannst du dir das ja mal ansehen, was da so als Angebot gibt. Mhm. Also ich mache auf jeden Fall noch bis 20 Uhr jetzt noch die Videos, das wären vielleicht noch diese Part und dann noch ein weiterer und dann sehe ich es mir an. Ja, bis dahin sollte ich halt den Dungeon noch durchhaben, sofern mir die Schlüssel reichen. Ja, wir haben noch zwei. Und ich befürchte, es gibt wahrscheinlich doch noch mehr Türen als die letzten zwei. Das stimmt. Ach nein, das war falsch. Das ist für Open relevant. Das war nur ein blöder Reflex von mir. Ich muss gerade überlegen, wo hat es noch Schlüsseltüren? Ich weiß, oben hat es, glaube ich, mindestens einen. Ach nein, das war zu weit. Ich denke schon, dass ich mehr als zwei noch brauchen würde. War nicht im Raum, wo dich die Feuerwand verfolgt, eine Schlüsseltür? Ich glaube, da war auch eine. Und ich meine, hier war eventuell eine, wenn ich mich nicht vertue. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo war die sprengbare Wand? Ah, da war sie. Gut, nochmal ein Herzcontainer, das ist das insgesamt sechste. Das zwei gibt es noch irgendwo in der Welt. Ich glaube, die fehlen auch nur noch zwei Herzteile. Ja, dann habe ich da noch das 15. Herz. Oder sogar nur noch ein einziges. Wenn ich das Winner-Herz dann noch dazu zähle. Ich habe leider am Anfang nicht ganz so aufgepasst mit den Herzteilen. Und unnötig Pause wollen wir jetzt nicht drücken. Ja. Wenigstens den Tempel durchhauen. So weit wie ich kann. Bei der nächsten Tempel wird Keanu gefahren. Da wird mir den Mass-Tempel mal anschauen. Oder die Eishöhle. Die Frage, was ist klüger? Wassertempel oder die Eishöhle? Ich würde erst tatsächlich, da ist ein Schlüssel, eine Schlüsseltür. Ich würde die Eishöhle erstmal sagen, die geht ein bisschen schneller. Okay. Gut. Ja, ich glaube, der Stein ist ein bisschen härter als Links Kopf. Hab trotzdem mal ausprobiert. Oh, ja, bei mir. Noch ein Skulptura-Symbol, da fehlen ja nur noch 5. Dann brauche ich keine Skulptura-Symbole mehr. Wow. Aber wie die Steine mal ganz abrupt stehen bleiben. Okay, da brauchen wir noch mal einen. Ich glaube, jetzt dann gleich Sackgasse. Weil das war jetzt gerade der letzte Schlüssel. Ja, wir haben Sackgasse. Da vorne ist noch eine Schlüsseltür. Ja. Das heißt, der Feuer. Da hatte ich also recht, dass es hier eine gibt. Ja.
jetzt ein Feuertempel finde, dann gleich sein abruptes Ende. Da kann ich eigentlich dann gleich schon Schluss machen. Aber erstmal die Truhe da holen. Und dann halt nochmal durch die Feuerwand. Mhm. Und ein weiteres Herzteil. So viel zu dem Thema. Ja, 15 Herzen. 5 fehlen noch. Ja. Mit den 2 Herzcontainern, die fehlen, dann sind es noch 12 Herzteile, die fehlen. Sehr gut. Es läuft irgendwie zu perfekt. Der Randomizer macht keinen Spaß. Wir hätten wirklich auf One-Hit-KOs noch einstellen sollen. Ja. Das wäre wahrscheinlich sogar noch das Klügste gewesen. Mit 3 Herzen und jeder Treffer wäre tödlich gewesen. Und dann hätte man ein bisschen Spannung gehabt. Hm. Ach man. Ja. Wenn ich mal so nur einen billigen Randomizer mache, dann sind die Items so gut versteckt, ich muss für eine Bombentasche bis zur. Ich weiß nicht, wo habe ich die letztes Mal gefunden. Musste ich mal so weit gehen. Für eine Bombentasche. Die kriege ich einfach die Bombentasche im Bülia-Seen nach. Indem ich die alle weggelotzt habe. Ah. Ja, das hat eben Zufall. Manchmal kann das Seed cool sein, wenn man da die gesamte Welt absuchen darf. Oder manchmal so langweilig, dass man sich wünscht, oh Gott, wieso musste diese Seed gestellt sein? Manchmal sogar unschaffbar, so wie ich ihn einmal hatte. Hm. Stimmt, das mit dem Autoschlüssel im Auto Prinzip. Nur dass so, der Autoschlüssel nicht im Auto, sondern was weiß ich wo war. Ja. So, jetzt habe ich auch noch die dritte Flasche, das heißt die Geisterjagd, das macht es dann noch einfacher. Da kann ich mich dann heute Abend nach dem Abendessen mal darum kümmern, um die Bonusparts. Aber erst nachdem ich das mit dem SNS angeschaut habe. Das Nest. Irgendwo konnte man jetzt auch die Vogelscheuchenvolker noch einsetzen. Ja, aber erstmal gehe ich runter da noch die Truhe holen. Da geht's nach oben. Und ich überziehe sogar noch, weil ich glaube nicht, dass ich noch weit komme in dem Part. Ich weiß ja nicht, da wo ich mit dem Vogelscheuchen hochkomme, wie weit ich da noch komme ohne Key. Ob da auch noch eine Tür ist. Dass ich einen Key benötige. Lose! Ah. Mit einem grünen Rubin! Ja! Das finde ich super! Ja, Spiel. Danke, dass ich ein Loser bin. Hab's schon. Mal schnell, drück die Schneller-Taste. Ja. So, dann holen wir jetzt noch die Vogelscheuche und dann geht's noch ab in den Turm. Aber ich will, dass die Fee drauf zeigt, weil sonst funktioniert's nicht. Oder muss ich noch näher sein? Jetzt ist die Fee auch nicht bei dir. Gott. Komm schon, reagier jetzt. Wo ist die Fee? Hä? Moment. Oder muss ich von der Plattform aus sie rufen? Ja, ich glaube, ich muss sie von hier rufen. Spiel, willst du mich jetzt verarschen? Ah, meine Güte. Moment mal, hast du die Vogelscheuchen-Polka nochmal als Erwachsener bei den Vogelscheuchen gespielt? Glaube ja. Sodass eine Vogelscheuche den Boden. Ich glaube ja, oder nicht? Ich erinnere mich nämlich nur, dass wir sie geholt haben. Probier's jetzt doch einmal, wenn's nicht klappt, dann überprüfe ich das.
Ja, kann sein, dass ich es vielleicht vergessen habe. Kann gut sein. Gut, dann werden wir sagen, den Tempel breche ich bald ab und ich gehe mir auf Kremdi holen. Und für euch endet es auch der Part an der Stelle, wo wir dann im nächsten Part landen werden. Ich denke mal, wahrscheinlich die Eishöhle. Lass dich fallen und drück kurz vorm Boden als zur Wand. Ups, ja. Ich denke, wir werden uns dann im nächsten Part bei der Eishöhle wiedersehen. Ich mache jetzt dann auch die zwei Parts, einmal die Tauschquest und dann einmal noch die Geisterjagd. Also, das war euer Chaos an den Gegner und 80 und Keanu. Mit Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomized. Schaltet dann beim nächsten Part wieder ein, falls ihr Lust habt. Oder wartet sonst, bis die zwei Bonus-Parts vorbei sind, dann geht's dann richtig mit der Story wieder weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.